Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie wieder bei einem unserer Themen-Specials begrüßen zu dürfen. Heute schauen wir wieder Richtung Japan und wollen Ihnen ein Update geben, was sich in der biomedizinischen Forschung dort aktuell tut. Doch zunächst ein paar einleitende Worte. Mein Name ist Axel Lohse und ich leite die Geschäftsbereiche Arzneimittel und medizinische Biotechnologie hier bei der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft. Ich freue mich ganz besonders, unseren Experten Professor Dr. Rolf Schmid aus Stuttgart zu begrüßen. Vielen von Ihnen dürfte Herr Dr. Schmid bereits als langjähriger Partner der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft, wenn es um Japan oder China geht, bekannt sein. Das kommt nicht von ungefähr, denn Herr Schmid beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit den Entwicklungen der Biotechnologie in Japan und in China und gründete 2007 das auf Asien spezialisierte Beratungsunternehmen Bio4Business. Herr Dr. Schmid ist aber nicht nur Kenner dieser Länder, sondern war auch über 4 Jahrzehnte als Biotechnologe in leitender Stellung in der Industrie und als Professor an den Universitäten Braunschweig und Stuttgart tätig. Professor Schmid hat zahlreiche Studien zur Biotechnologie in Asien verfasst. Erst kürzlich erschien sein Buch Biotech in China, Innovation, Politics and Economics. Und für diejenigen von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, die uns und unser Angebot noch nicht kennen, hier ein kurzer Überblick, bevor es gleich fachlich weitergeht. Die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft ist ein Zusatzangebot des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und unsere Arbeit hat zum Ziel, speziell Unternehmen der Gesundheitswirtschaft bei ihren internationalen Aktivitäten zu unterstützen. Wir sind also sozusagen die Stelle, bei der die anderen Unterstützungsprogramme des Bundes zusammenfließen. Das heißt, wir arbeiten daran, die unterschiedlichen Programme sinnvoll zu verzahnen, sodass die Aktivitäten sinnvoll aufeinander aufbauen, und wir setzen gemeinsam mit den Bundesfachverbänden den zentralen Themen und vernetzen die Akteure miteinander. Bei uns gibt es für viele Bereiche der Exportwirtschaft passende Angebote. Wir informieren Sie zu relevanten Auslandsmärkten der Gesundheitswirtschaft. Wir bieten Ihnen eine Plattform zur Vernetzung mit internationalen Partnern und Kunden und vermarkten Ihre Branche weltweit. Im Ausland suchen wir dann in Ihrem Interesse den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern. Nutzen Sie also eines oder mehrere unserer zahlreichen Angebote, darunter Marktstudien, Branchenprofile, Netzwerkveranstaltungen oder Zusatzangebote für Aussteller an Bundesgemeinschaftsständen. Im Folgenden soll es aber um Japans Gesundheitswirtschaft gehen. Wie hat sich die Branche in Japan während der Corona-Pandemie weiterentwickelt? Wohin soll die Reise gehen? Stichwort alte und neue Forschungstrends der japanischen Gesundheitswirtschaft. Und wie komme ich an Kontakt im Land? Damit geben wir Ihnen ein Update zu den aktuellen Entwicklungen in Japans biomedizinischer Forschung. Und somit übergebe ich an Sie, Herr Dr. Schmid, Bildschirm und Mikrofon. Guten Tag hier aus Stuttgart und Ihnen besten Dank, Herr Lohse, für die freundliche Einführung. In diesen Tagen findet in Yokohama die x-te BioJapan statt, etwa seit 1995 jährlich. Und ich möchte Ihnen mit dem kurzen Beitrag versuchen, einen Primer zu geben, was Sie auf der BioJapan erwarten können, vor dem Hintergrund, wie sich Japan in der Pharma- und Healthcare-Forschung eingerichtet hat und was dort an Entwicklungen zu sehen ist. Ich dachte, es ist gut, erst einmal mit einem größeren Fokus zu beginnen. Japan ist ja ein kleines Land, aber sehr dicht bevölkert, wie man hier an der ersten Zeile sieht. Es ist aber einer der wohlhabendsten und auch der industriell erfolgreichsten Länder der Welt, wobei sein Bruttoinlandsprodukt zu 20% vom verarbeitenden Gewerbe stammt, also sehr ähnlich wie der Fall Deutschland. Japan wird ganz gut dadurch charakterisiert, dass seine Selbstversorgung mit Lebensmitteln unter 40% liegt. Das heißt, um die Bevölkerung ernähren zu können, muss Japan hochwertige Industriegüter exportieren, denn Bodenschätze gibt es auch nicht. Das heißt, Japan ist seit
150 Jahren darauf ausgelegt, Industrieprodukte zu erzeugen und ist deshalb abhängig von einer gut ausgebildeten Bevölkerung und von einer effizienten Forschung und Entwicklung. In Zahlen, über 70% der 18-Jährigen studieren weiter. Und die Forschungsausgaben betragen 3,5% des Bruttoinlandsprodukts mit einem sehr, sehr hohen Industrieanteil. Japan hat 875.000 Forscher und Ingenieure. Ich möchte das mal in Perspektive stellen. Bei Deutschland sind das 500.000 Vollzeitstellen, in den USA 1,5 Millionen. Japan liegt also entsprechend seiner Bevölkerungszahl von 120 Millionen zwischen diesen beiden Ländern. Und zum Vergleich noch China. China hat 5,1 Millionen Vollzeitstellen in Forschung und Entwicklung. Japan befindet sich auch, wie dieses geografische Bild hier auch suggeriert, vor großen Herausforderungen. Also einmal der Handelswettbewerb mit den Nachbarländern, vor allem Korea und China. Dann aber auch eine sehr hohe Staatsverschuldung, eine überalternde Gesellschaft. Und all das bringt Japan dazu, seine Forschungsintensität weiter zu steigern. Und das trifft natürlich auch für Medizin und MedTech zu. Ich bin deshalb vom EU-Japan Center for Industrial Cooperation in Brüssel gebeten worden, die japanische Forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie einmal zusammenzufassen und habe dazu anderthalb Jahrgänge der Fachzeitschrift Nikkei Biotech ausgewertet und verschiedene andere Webinformationsdienste der japanischen Regierung, wie hier gezeigt. Und das alles ist in einem Bericht von 70 Seiten zusammengefasst, der unter der hier angegebenen URL kostenlos nach Anmeldung beim Center runtergeladen werden kann. Nun zum Vortrag. Also gegliedert in staatliche Initiativen, Industrie, Beispiele und Schlussfolgerungen. Beginnen wir mit der Regierung. Auch die japanische Regierung arbeitet wie die chinesische in 5-Jahresplänen. Zurzeit gilt der 6. 5-Jahresplan für Wissenschaft, Technologie. Und das Keyword ist Society 5.0, eine Gesellschaft, in der die Fusion von Wirklichkeit und Cyberspace immer stärker stattfindet, in der Forschung und Entwicklung weiter gesteigert wird und in der auch eine alternde Gesellschaft durch fortgesetztes Lernen sich die Fähigkeit zum Fortschritt erhält. Dazu sind fast 1 Billion Euro vorgesehen in 5 Jahren Investitionen und etwa knapp ein Viertel davon kommt vom Staat. Die japanische Regierung zielt auch weiter in einem Mondschussprogramm mit Zielen bis 2050. Und ich habe das kürzlich in einem kleinen Bericht zusammengefasst, der unter der hier angegebenen URL auch frei heruntergeladen werden kann. Nun zur Biotechnologie. Da gilt die Biostrategie von 2019 in Worten. Japan will realize the world's most advanced bioeconomy society in 2030. Dazu werden 9 Ziele angegeben und 3 davon betreffen Medizin und MedTech. Sie sehen das hier. Es geht auch in Gesundheitsprodukte mit medizinischer Funktion. Und im Folgenden werde ich Ihnen dafür einige Beispiele geben. Zuvor aber die Organisation der öffentlichen Forschung und Entwicklung. Japan hat neben 86 nationalen 600 private Universitäten. Bildung sehr hochgestellt in Japan. Am RIKEN, was in etwa unseren Helmholtz-Instituten entspricht, forschen 3000 Forscher. Und das alles wird von der Japan Agency of Science Technology organisiert, die weitere Institute unter sich hat. Auch das Gesundheitsministerium hat 12 Institute mit Forschern. Das Landwirtschafts-, Forst- und Fischereiministerium hat in etwa
20 Instituten übers Land verteilt, 3.500 eigene Forscher. Das Ministerium für Economy, Trade and Industries hat eine eigene Forschungsorganisation, die Agency of Industrial Science and Technology, mit 2.300 Forschern. Und das Projekthaus von METI, die NEDO, ist ein ganz wichtiger Player in der Organisation von Forschungs- und Entwicklungsprojekten durch Japan. Daneben gibt es aber auch Kooperationsorganisationen wie die Japan Bioindustry Association, in der über 200 Unternehmen, 100 Wissenschaftsorganisationen und 600 Universitäten zusammengefasst sind. Eine weitere solche Dachorganisation ist die Japan Agency for Medical Research and Development, eine ministerübergreifende Agentur. Sie sehen das hier. Sie sehen das hier, die also sowohl vom Industrieministerium, vom Gesundheits- und Ausbildungsministerium finanziert und gesteuert wird. Und EMET ist so etwas wie die NIH in den USA, aber ohne eigene Forschungsinstitute, also ein Programmbüro. So viel also zur staatlichen Organisation von MedTech, aber man versteht das alles erst richtig, wenn man auch die informellen Netzwerke in Betracht zieht. Hier gibt es eben mehrere Wirtschaftsverbände, ich habe die JVA erwähnt. Es gibt eine große Zahl von akademischen Gesellschaften, die zum Teil über 10.000 Mitglieder haben. Es gibt Bewertungsausschüsse für Programme und Beiräte für die Industrie. Und vor allem gibt es viele öffentlich-private Partnerschaften, sogenannte Research Associations. Und da trifft man sich dann, wie hier gezeigt, auch im Rahmen der BioJapan und redet über neue Projekte, über Beutegemeinschaften, wie wir hier sagen, und wie es weitergehen soll. Zwischen Staat, Akademie und Wirtschaft. Nun zur Industrie. Insgesamt ist nach Nikkei Biotech, ich habe die Zeitschrift vorhin zitiert, Fachzeitschrift für Biotechnologie, war der Biotech-Umsatz im Jahr 2000 in Japan etwa 40 Milliarden Euro. Davon entfallen 80% auf Pharma und Biotech-Geräte und Biotech-Services. Das ist also der wichtigste Zweig. Und Japan lässt sich, das ist keine offizielle Gliederung, aber historisch ganz gut gliedern in Westjapan. Das ist die Gegend West-Osaka, Kyoto und westlich davon, also bis Kyushu. Und Ostjapan, das ist Tokio, Sendai und dann bis Hokkaido. Und die Japaner lieben es, den Wettbewerb zwischen diesen beiden Regionen als Sumo-Ringkampf darzustellen, wie hier gezeigt. So auch für die Pharmaindustrie. Und wie Sie hier sehen, sind also in Ostjapan, also um Tokio, Chugai, eine Tochter von Roche und Astellas, im Raum von Osaka, diese beiden, und in Westjapan Takeda vor allem und Daiichi Sangyo zu erwähnen. Das sind hier dann verschiedene Ränge der Sumo-Ringer und Sie sehen, hier geht es also von den Champions herunter zu den kleineren Rängen und hier tauchen dann insgesamt noch eine große Zahl, etwa insgesamt 300 von Unternehmen auf, wovon die meisten auch biotechnologische Forschung betreiben. Im internationalen Vergleich ist dazu noch zu sagen, ist die japanische Pharmaindustrie nicht unter den Top 10. Also die vorhin genannten Takeda sind die Nummer 17 in der globalen Marktkapitalisierung. Aber alle sind sehr auf Forschung und Entwicklung ausgelegt und die Großen sind auch international präsent, so dass sie auch Chancen haben, sie auf Messen und Tagungen anzutreffen und Gespräche zu führen. Venture-Kapital
spielt eine große Rolle in Japan, ist aber im Vergleich zu den USA klein. Und selbst Europa hat hier mehr vorzuweisen, China ohnehin. Besonders an Japan ist, dass etwa 35% aller Venture-Firmen entweder nur von Unternehmen finanziert oder von Unternehmen ausgegründet sind. Auch Universitäten sind sehr stark in der Ausgründung, ähnlich wie in den USA. Also die University of Tokyo und Kyoto hat zahlreiche Venture Companies gegründet. Und Regierungen und Ministerien unterstützen Ventures ohnehin. Sie haben vielleicht in der Zwischenzeit hier schon diese Liste durchgesehen. Hier sind mal beispielhaft etwa, ich glaube, 10 Firmen, 10 Venture-Firmen aufgeführt, ein Teil von ihnen schon an der Börse und mit ihren Themen. Und Sie sehen dort Themen, wie wir sie natürlich auch in Europa haben. Aber Japan ist auch immer für Überraschungen und Innovationen gut. Ja, diese Research Associations, die Forschungsverbünde, das ist eigentlich das Herz der Innovationskraft in Japan. Und ich habe hier mal 3 Beispiele von 2 aus dem medizinischen Bereich aufgeführt. Gehen wir zu denen. Also die Entwicklung von zelltechnischen Medizinprodukten, ich komme gleich noch genauer darauf, wird in einem Forschungsverbund von über 100 Pharmafirmen durchgeführt und vorangetrieben. Oder zum Beispiel künstliche Intelligenz und Big Data Technologien. Dazu gibt es ein Life Intelligence Konsortium mit über 50 Industrieteilnehmern. Sie sehen, der Zusammenhalt zwischen Pharma und Industrie ist in Japan besonders stark. Ich denke, das muss man immer wieder berücksichtigen, wenn man mit Vertretern aus der Industrie oder aus Akademia in Japan spricht. Also sehr enge Netzwerke. Ja, zum japanischen Gesundheitsmarkt gibt es eine Broschüre von GTAI, in der also die Regulierungsfragen zusammengestellt sind, in denen auch nochmal die wichtigen Forschungsthemen ausgeführt werden. Und bei meiner Recherche jetzt über die letzten 2 Jahre sind die hier genannten Themen besonders hervorgetreten: künstliche Intelligenz in der Medikamentenentwicklung. Dazu gehört vor allem Real World Data, Text Mining, Molecular Dynamic, also Simulierung von Proteinstrukturen, zunehmend auch durch Quantentechnologie und dann die Kooperationsprojekte im Life Intelligence Consortium. Dazu digitale Therapien, Telemedizin, wichtiges Thema, alternde Gesellschaft, wie erreicht man die Älteren, die nicht mehr so leicht zum Arzt gehen können in nicht so bevölkerten Regionen, Zell- und Gentherapie, genomische Medizin und so weiter. Und dazu jetzt einige kurze Beispiele. Das hier ein Beispiel für digitale Medizin, eine Raucherentwöhnungs-App. Der Patient, wenn ich so sagen darf, kauft sich ein Inhalationsgerät, das CO in der Atemluft misst. Das ist wohl ein klares Indiz für Rauchen und Lungenfunktion bei Rauchern. Und diese Bestwerte gehen auf eine App, die auch vom Arzt eingesehen werden können. Es ist also eine App mit CO-Checker, was vom Patienten und vom Arzt gemeinsam bedient werden. Sehr wichtiges Thema natürlich Zelltechnologie für die regenerative Medizin. Hier ist es ja einem japanischen Forscher, Shinya Yamanaka, 2006 gelungen, eine sehr interessante neue Technik zu entwickeln, für die er 2012 auch den Nobelpreis bekommen hat, nämlich die iPS-Technologie. Darunter versteht man aus eigenen oder fremden Körperzellen, zum Beispiel aus Zellen des Bindegewebes, durch genetische Umprogrammierung beliebige Organzellen herzustellen. Und Sie sehen hier Beispiele. Man kann
Herzzellen machen, retinale Zellen, Leberzellen, Hirnzellen, natürlich auch hier Knorpelzellen für die Kniereparatur, Blutplättchen und so weiter. Also ein Thema, was intensivst beforscht wird in Japan und dessen zentrale Einrichtung, das Center for das Center for iPS Cell Research and Application in Kyoto ist, was von Shinya Yamanaka geleitet wird. Den Forschungsverbund FIRM mit fast 100 Unternehmen habe ich bereits erwähnt. Ein weiteres großes Thema ist genomische Medizin, also personalisierte Diagnose und Therapie von Krankheiten, von genetischen Krankheiten. Hier hat Japan, wie das dort üblich ist, nach Katastrophenfällen die Zerstörungen des Seebebens und der Atomreaktoranlage in Fukushima zum Anlass genommen, in den umliegenden Regionen eine Organisation aufzubauen, die Tohoku Medical Megabank Organization, TOMO abgekürzt, in der seit 2011 jetzt Genomanalysen durchgeführt werden, die dazu geführt haben, dass bisher fast 160.000 Menschen erfasst sind mit genomischen Daten, teilweise mit voller Genomsequenzierung, teilweise über drei Generationen, um daraus über genomweite Assoziationsstudien, GWAS, zu spezifisch japanischen Krankheitsmustern zu kommen. Und tatsächlich ist daraus auch ein japanisches Referenzgenom entstanden, was 1070 solche Positionen identifiziert hat, die spezifisch für die ja sehr einheitliche japanische Bevölkerung sind. Aber auch die Industrie ist hier eingestiegen. Takeda und andere beteiligen sich mit Wirkstoffforschung für seltene genetische Erkrankungen. Dann der Pharmaherstellerverband untersucht Entwicklungen von Lebensstil und Biomarkern anhand dieser genomischen Daten, Schlafqualität, Krebsforschung und so weiter. Und sehr interessant noch die Datenspeicherung dieser natürlich sehr sensiblen Daten erfolgt zunehmend über Quantencomputing-Technologien an verschiedenen Positionen und wird dann bei Bedarf wieder zusammengeführt. Ein letztes Beispiel für MedTech, eins von vielen innovativen Entwicklungen, eine kontrastmittelfreie Gefäßanalyse. Hier wird das Licht von Hämoglobin der roten Blutkörperchen absorbiert. Dabei dehnen sich diese aus und erzeugen Ultraschallwellen, die von einem Sensor aufgezeichnet werden. Man muss also nichts mehr spritzen. Und wie ich finde, sind die Bilder ganz ausgezeichnet. Ja, Japan ist weit weg, aber diese Untersuchung über 2 Jahre, die ich in dieser Fachzeitschrift betrieben habe, hat mich doch gelehrt, dass es eine ganze Fülle von Beispielen für Kooperationen mit internationalen Partnern gibt. Ich habe hier nur mal aus dem ersten Quartal 2021 Beispiele zusammengefasst und Sie sehen, dass gerade auch Europa durchaus unterwegs ist mit japanischen Organisationen, sei es im öffentlichen Bereich wie hier im Raum Paris, Life Science Innovation Network oder sei es Unternehmen wie die Menarini-Gruppe, die jetzt hier einfach eine Lizenz und Marketing übernimmt, sodass man also sehen kann, es gibt bereits ein gutes Netzwerk. Und daraus kann man schon schließen, also Japan gehört weltweit zur Spitzengruppe in Biotech, auch sicher in Pharmaforschung und Medtech. Es gibt zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Forschungs- und Entwicklungskooperationen.
Und welche Zugänge gibt es dorthin? Sie können, wenn Sie interessiert an der Vermarktung in Japan sind, einfach japanische Händler ansprechen. Dafür gibt es Spezialisten für ausländische Produkte, die sich dann um die Regulierungsfragen in Japan kümmern. Ein solcher Händler ist Tokyo Future Styles. Auch die großen japanischen Handelshäuser, hier zum Beispiel Sumitomo, die ja international tätig sind, haben ihre Scouts, die sie auf Messen wie BioEurope und natürlich auf der BioJapan treffen. Sie können über regionale JETRO-Büros, das ist die Außenhandelsorganisation des Wirtschaftsministeriums, sich in Webseiten um Kontakte nach Japan bemühen und ihre Produkte vorstellen. Das EU-Japan-Office, was ich eingangs erwähnte, bietet hier Matching-Aktivitäten an. Aber ganz erfolgreich und effizient ist es natürlich, wenn Sie an Messen teilnehmen, wie zum Beispiel der BioJapan, die jetzt gerade stattfindet, und das als Mitglied einer Delegation. Da Japan ja 2019 mit der EU ein Economic Partnership abgeschlossen hat, was auch die wechselseitige Teilnahme an Forschungsaktivitäten einschließt, können Sie auch überlegen, eine japanische Partnergruppe in ein Horizon Europe Projekt einzubeziehen. Und auch dafür gibt es schon Beispiele. Damit bin ich am Ende und wenn ich Ihnen in irgendeiner Form weiterhelfen kann, schreiben Sie mich gerne über diese Adressen an. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Einblick, Herr Dr. Schmidt, und dass Sie uns nochmal auf den neuesten Stand gebracht haben. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, können sich auch zur japanischen Gesundheitswirtschaft immer auf unserer Webseite exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de informieren. Mehr zu Recht, Zoll und dem allgemeinen Wirtschaftsklima gibt es auf gti.de/japan. Und für 2022 planen wir mit einem Bundesgemeinschaftsstand wieder bei der BioJapan, der wichtigsten einschlägigen Fachmesse in Japan, dabei zu sein und laden Sie ein, sich zu vergünstigten Konditionen einem japanischen Publikum und potenziellen Investoren und Geschäftspartnern zu präsentieren. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, was die Gesundheitswirtschaft in Japan anbelangt. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.